Wir wollen ein Gefühl des Vertrauens in unserem Herzen entfalten. Einmal für sich selbst hineinspüren. Was ist Vertrauen für mich? Wie fühlt sich das an? Es ist ein Gefühl der Hingabe und Liebe ohne Angst. Verbunden mit einem Gefühl der Geborgenheit, des Beschütztseins, der Furchtlosigkeit. Verbunden mit Loslassen und Einverstanden sein. Ein sich einlassen, sich hingeben, ein sich anvertrauen, ein sich übergeben. Einmal von all dem loslassen, was mit der Ich-Bezogenheit zu tun hat, mit dem Eigenwillen, Zweifel, mit sich zurückhalten, raushalten. Und versuchen, so gut es uns möglich ist, sich einmal voller Vertrauen auf den gegenwärtigen Moment einzulassen. Im gegenwärtigen Moment mit einem großen Ja begegnen. Nichts muss anders sein. Alles darf so sein, wie es ist. Wir sind einverstanden. Wir zweifeln den gegenwärtigen Moment nicht an. Wir versuchen uns vielmehr ganz dafür zu öffnen. Und spüren, wie der gegenwärtige Moment lebendig wird. Wie er kraftvoll wird. Wie er weit und leicht wird. Wie ganz viel Raum mit dem gegenwärtigen Moment verbunden ist.
und wie ganz viel Zeit mit dem gegenwärtigen Moment verbunden ist. Kraft der Gegenwart fängt an, sich zu entfalten. Die Kraft des Seins wird zugänglich für uns. Die Schönheit des Lebens manifestiert sich. Hier und jetzt. Und dann erleben, wie wir uns einsinken lassen können in diese Kraft, wie wir damit verschmelzen können. Wie wir auch noch all die Konzepte und Gedanken und Benennungen, die mit der Gegenwart zu tun haben, hinter uns lassen. Hineinsinken in das Sein. Sich ganz davon aufsaugen lassen, sich ganz übergeben, voller Vertrauen, ohne irgendetwas zurückzuhalten.